Was ist ein Fußballgott? Ein Fußballgott? Wie heißt er? Der aus England? Meinen Sie ein Land oder? Italia. Ein was? Fußballgott. Ein Fußballgott? Ja, gibt's nicht. Ein super guter Spieler. Beckham, Fußballgott. Fußballgott, das ist beispielsweise Maradona, der über den anderen steht. Maradona, ein Fußballgott, er hat wirklich, ja, ganz toll gespielt. Maradona war ein Phänomen im Fußball, ein Triple-Phänomen, aber ein Fußballgott, ich weiß es nicht. Im Fußball, da geht es viel um Emotionen, um Begeisterung, da werden ganz Superlative bemüht. Und das Größte oder der Größte vom Größten ist natürlich Gott. Und dann spricht man auch gern von Gott im Sport, vom Fußballgott. Dann heißt es, Gott muss natürlich ein Brasilianer sein, wenn die doch immer so zauberhaft spielen. Ich denke, manchmal geht es ja gar nicht so um den Fußballgott, sondern eher um den Gott Fußball. Fußball ist unser Leben, so singt man, ja, begeisternd, und das ist auch sicher schön und macht Spaß. Aber kann Fußball das sein? Kann es unser Leben sein? Ich denke, da verlangen wir zu viel von einem Spiel. Oliver Kahn hat mal gesagt, er hat auch vom Fußballgott gesprochen und hat dann gesagt, ach ja, dieses ist Gerede, ist doch eigentlich ein Blödsinn. Er kennt den lebendigen Gott. Er gibt ihm Kraft, auch in den Momenten, wo es schwierig ist, wo es eng wird. Für ihn ist es der Gott, an den wir Christen glauben. Und ich denke, ja, er gehört in den Fußball rein. Und da gehört Fußball und Gott, denke ich, auch ganz eng zusammen. Da, wo wir unsere Niederlagen, aber auch unsere Siege feiern, mit Siegen richtig umzugehen. Und auch mit den anderen Menschen umzugehen. Und ja, auch zu wissen, wir sind auch im Sport, in allem, was wir machen, nicht nur in der Kirche, begleitet von dem lebendigen Gott. Und da freue ich mich immer, wenn, ja, ich merke, wie Sportler beten, auch miteinander beten, wie Sportler ein Kreuz schlagen, weil sie wissen, wir sind begleitet von dem lebendigen Gott, der auch im Fußball ist.